Fürchtet euch nicht, Corinne, ich glaube euch. Dann sagt es bitte Leopas, wenn möglich, noch bevor dieser rasende Wallis seinen Pfeil in mein Genick schießt. Ich habe noch etwas zu erledigen. Auf Wiedersehen. Hm. Na dann, was? Obwohl, reden wir erstmal mit den anderen beiden. Wenn ich sie finde. Ah ja, hier ist Ravok. Starrt ihr mich an, lasst das. Ich mag nicht, es nicht angeglotzt zu werden. Ich habe gesehen, wie ihr zuvor Leopas zugehört habt. Ich dachte, vielleicht habt ihr irgendwelche Erkenntnisse bezüglich des Streits zwischen Valis und Corinne zu bieten. Bitte vergib mir, ich werde euch allein lassen. Nehmen wir die Eins. Ihr wollt vielleicht nicht so starke Worte verwenden, Bueno, ja, nur so ein Vorschlag. Es interessiert mich nicht, worauf ihr anspielt. Passt lieber auf, Halb, sagt Dorn. Ihr wolltet was über Corinth wissen? Ravok wird euch von Corinth erzählen. Der hat kein Licht gesehen. Der glaubt nicht an die Dame. Hab ihn gesehen. Hab gesehen, was er tut. Ruft Kaelas Namen so laut wie alle anderen. Zittert jedoch wie Espenlaub, wenn er ihre Arbeit verrichten soll. Beschwert sich darüber, wie hart dieses Leben für ihn ist. Er ist schwach. Denkt ihr, dass er Innisfall vor dem der Ankunft des Kreuzzugs gewarnt hat? Es braucht schon eine gewisse, sagen wir mal, hundeartige Entschlossenheit, um mein Leben im Dienst anzustimmen, nicht? Danke, mein Freund, ihr wart überaus hilfreich. Nehmen wir mal die Eins. Corinth soll den Kreuzzug verraten haben, dazu hat er nicht das Zeug. Er hat überhaupt kein Zeug, nutzlos. Danke, ihr wart hilfreich. Kein Zeug? Bedauerlich. Danke für eure Hilfe, Ork. Eure Einsicht ist unbezahlbar. Stellt sie nicht zu schnell herab. Feiglinge haben auch ihre Nutzen. Nun lasse ich mal eure Arbeit machen. Nehmen wir die zwei. Sicher, was auch immer. So, jetzt brauche ich Damar. Die steht doch hier, direkt am Anfang rum. As the light wills. Zurück für mehr. Gibt es bei euch noch mehr zu holen? My eyes deceive me. Are you actually flirting with this creature? Trügen mich meine Augen. Liebäugelt ihr tatsächlich mit dieser Kreatur, Bueno, ja? Es ist nicht der richtige Zeit und ganz sicher nicht der richtige Ort. Lass uns gehen. Danke für das Gespräch. Something you need? Zurück für mehr. Ja, ihr scheint mir sehr vernünftig für einen Kreuzritter. Sicher nicht vernünftiger als ihr, oder? Manchmal habe ich Zweifel an Kaelas Zielen. Nicht unbedingt an der Rechtmäßigkeit, sondern daran, ob sie wirklich erreichbar sind. Ich hoffe doch, dass ihr um ein Vielfaches vergnügter seid. Entschuldigt mich, ich muss jetzt gehen und diese Sache mit Valis und Corinth regeln. Viel vernünftiger als ich. Glaubt mir, ihr habt ja keine Ahnung, wie verrückt ich eigentlich bin. Ich bin zu meinem eigenen Vorteil hier. Damit scheine ich zur Minderheit zu gehören. Die meisten unserer Kameraden scheinen mehr als gewillt für die strahlende Dame zu sterben. Nehmen wir mal die drei. Das ist in Ordnung. Wir sind nicht alle durch Kaelas Licht geblendet. Die meisten sind es, das stimmt. Man marschiert nicht in die Hölle ein, wenn man nicht glaubt, egal wie viel einem gezahlt wird. Aber ich war einen Monat hier. Noch bin ich nicht in Avernus. Wenn die Zeit kommt, nun mal sehen, wie viele Anhänger Kaela da wirklich noch hat, wenn es passiert. Passt auf euch auf, Damar. Dunkle Zeiten stehen uns bevor. Ich hoffe, sie hat recht und all das dient einem höheren Zweck. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch weit länger dauern wird, bis wir wissen, was passiert. Ich für meinen Teil werde mich aufs Überleben konzentrieren. Nehmen wir die Eins. Für manche dunkler als für andere. Und bessere Tage danach. Wir müssen nur lange genug überleben, um sie zu genießen. Die Unterhaltung mit euch war angenehm. Vielleicht können wir das irgendwann einmal wiederholen. Ja, aber eigentlich wollte ich sie über Valis und Corinth befragen. Valis, Corinth, Valis, Corinth. I'm sick of hearing those names. Do people talk about anyone else around here? Valis Corinth, Valis Corinth. Ich habe diesen Namen satt. Sprechen die Leute hier auch mal über irgendwas anderes? Also gut, ich erzähle euch, wie es aussieht. Es ist kein Geheimnis, dass Corinth Kaelas Sache nicht so sehr verschrieben ist wie manche von uns. Ganz sicher nicht so sehr wie Valis. Könnte er Innisfall vor der Ankunft des Kreuzzugs gewarnt haben? Das ist möglich, das ist definitiv möglich, aber es ist ja nicht so, als hätten wir Leute verloren, als wir Innisfall eingenommen haben. Es ist nicht so ein schlimmes Verbrechen, dass er den Tod verdienen würde. Angenommen, er hat überhaupt etwas getan, wovon ihr meiner Meinung nach nicht ausgehen könnt. Würde Valis Corinth die Schuld in die Schuhe schieben? Offensichtlich verachtet sie ihn.
Ich nehme überhaupt nichts an. Glauben ist nicht genug für mich. Ich muss wissen, was wahr ist und was nicht. Weil es empfindet keine Liebe für Corin. Ich weiß nicht, wie weit sie gehen würde, um ihn tot zu sehen. Und wir reden hier über Corins Leben und Tod. Wird er für schuldig des Verrats an Keda befunden, wird er nur noch vor uns allen nach Avernus aufmachen. Ich habe selbst schon genug Tod gesehen. Ich mag Corin nicht, aber ich hasse ihn nicht so sehr, dass ich ihn tot sehen will. Nicht für die Tat, derer er angeklagt wird. Danke, Dama. Ihr wart sehr hilfreich. Da habt ihr mir wirklich Stoff zum Nachdenken gegeben. Danke, Dama. Ich versuche es. Passt auf euch auf. Kelas Feinde lauern überall. In ihrem Licht sind wir sicher. Aber nun, noch sicherer kann man immer sein, nicht wahr? So, was habt ihr zu sagen, Gnome? Ich bin nicht glücklich, ganz und gar nicht. Er hat es nicht getan. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass er es getan hat. Corin wäre nicht so töricht, uns zu hintergehen. Ihr denkt, dass Valis mit ihrer Behauptung, Corin hätte Innisfar vor der Ankunft des Kreuzzugs gewarnt, lügt? Das habe ich nicht gesagt, nein, ganz und gar nicht. Ich sage nur, dass sie aus irgendeinem Grund nicht die Wahrheit sagt. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht weiß sie es selbst ja nicht mal. Seht, Corin ist vielleicht nicht der standhafteste Typ hier. Das weiß ich. Ich weiß das. Er ist hier des Geldes wegen nicht der Mission, aber er ist hier, oder nicht? Er ist hier. Dann hat er eben Familie im Innisfar. Na und das beweist recht gar nichts. Er hat Familie in Innisfall. Corin hat Familie in Innisfall. Woher wisst ihr das? Ihr habt es gerade gesagt. Nun ja, er hatte Familie in Innisfall. Und Innisfall hat es geschafft, ihr wisst schon, wie der Wind fortzuwehen, nur ein paar Minuten bevor der Kreuzzug ankam. Das beweist nichts, gar nichts. Beweist das, was ich damit sagen will, wenn ihr mir zuhört. Ich will damit sagen, Corin würde den Kreuzzug nicht hintergehen. Das würde er einfach nicht machen. Das ist ein Fakt. Ihr wart wirklich hilfreich, danke. Ich glaube euch. Wenn ihr mich nur entschuldigen würdet, ich mache mich auf den Weg. Ja, in Ordnung. Möge Kelas Licht euch stets führen. Ich habe mit dem Gnomenzauber Dato über Valis Anstrengung gegen Corin gesprochen. Er hat vehement behauptet, dass Corin unschuldig ist. Das habt ihr schon erwähnt. Ich werde ihm die Wahrheit sagen. Das ist jetzt eine gute Frage. Elfen haben nur selten Zeit zum Plaudern. Oh, das war der falsche. Wo ist der tolle... Ah, da ist Leopas gewesen. Ah, ihr seid es. Habt ihr eine Entscheidung bezüglich meiner streitenden Waldläufer getroffen? Ich habe eine Entscheidung getroffen. Attend me, everyone. Valis, Corin. Get over here. Freut mich, das zu hören. Kommt und hört euch, hört mich alle an. Valis, Corin, kommt her. Das klang fast wie Alarmsirenen. Lasst hören. Hat Corin den Kreuzzug verraten oder macht Valis Falschaussagen gegen ihren Waldläuferkamerad? Die Wahrheit ist, das kann ich nicht sagen. Die vorliegenden Beweise deuten auf Corins Schuld hin, aber sie reichen bei weitem nicht aus, um den Tod eines Mannes zu rechtfertigen. Ich habe viel über die nachgedacht. Hey, wie ich veralbern, er hat mich den Schlaf geraubt. Aber nach sorgfältiger Überprüfung der Fakten ist mir klar, dass Corin der Verbrechen, welcher Valis in Anklagt, nicht schuldig ist. Das war keine leichte Aufgabe für mich, zu den Höllen, wen will ich veralbern. Ich habe sogar abgenommen. Aber die Wahrheit ist klar, Corin hat seine Kameraden in Innisfall verraten. Beide sind schuldig. Sie haben sich verschworen, um den Bewohnern von Innisfall die Flucht zu ermöglichen. Nachdem Corin gedroht hat, die Sache auflegen zu lassen, wendete sich Valis gegen ihn und tat, was er sonst auch getan hätte. Hätte er die Chance dazu bekommen. Ich kann wirklich nur die 1 nehmen. Oder sie beide gegeneinander ausspielen. Ne? Ich mach das mal. Ich verstehe. Nun gut. Sowohl Corin als auch Valis sind schuldig. In Kenners Namen erschlagt sie. Oh, das war vielleicht unschön. Ist jetzt das ganze Lager pisst auf mich? Wo war mein letzter Quicksave?
Wie ihr wünscht. What word? Are you convinced of that dog Corinth's guilt yet? Was sagt ihr? Seid ihr schon von der Schuld von Corinth, diesem Hund, überzeugt? Ich habe mit Dalton geredet. Corinth hatte Familie in Innisfail. Ja, hatte. Er hat sie vor unserer Ankunft gewarnt. Diese Leute hätten Kehle aufdecken können. Das selbstsüchtige Schwein hat sie darum beraubt. Außerhalb dieser Mauern hat der Kreuzung schon genug Feinde. Wir brauchen sie auch noch innerhalb. Sagt Leopas, dass Corinth schuldig ist. Ich werde Leopas die Wahrheit sagen. Gibt es keinen Streit? Geht schon. Ja, ich habe meine Entscheidung getroffen. Nehmen wir einfach mal das Erste. Ihr habt meine Zeit verschwendet. Ihr solltet Kehler danken, dass ihr über euch wacht. An einem anderen Ort, zur anderen Zeit hätte ich nicht gezögert, euch niederzuschrecken. Geht, macht euch nützlich, wenn ihr könnt. Ich will euch nicht mehr sehen. Ich bin dann mit der Meute von Kreuzrittern und ihrem Prozess fertig. Na, das hat auch nicht so gefruchtet. Wie ihr wünscht. Ganz ehrlich, sagen wir mal, dass er schuldig ist. Attend me, everyone! Valis, Corinth, get over here! Ja, er hat sie verraten. Das stimmt nicht, ich schwöre, das habe ich nicht getan. Let justice be done. Ich wusste es, lass Gerechtigkeit walten. Erschlag den Verräter. Das will aber nicht ich tun. A regrettable but necessary end to this grim business. There is a lesson here, friends. Learn it well. I'll not tolerate traitors in our ranks. Go. Reflect on what you've seen and prepare to see more of it. Soon we will face our enemies. Ein bedauerliches, aber notwendiges Ende dieser grausigen Sache. Das hier sollte euch eine Lektion sein, Freunde. Merkt sie euch, ich werde keine Verräter in unseren Reihen dulden. Geht und denkt darüber nach, was ihr hier gesehen habt und wappnet euch für mehr davon. Wir stehen bald unserem Feind gegenüber. Ihr habt mir einen guten Dienst erwiesen. Danke, als Belohnung soll euch nun alles gehören, was Corinth besessen hat. Ein hübscher Bogen und ein paar Pfeile plus eins. Corinths Bogen ist ein Langbogen. Rüstungsklasse Punkt 1. Nach einem kritischen Treffer ist der Träger vom Glückszauber betroffen. ETW und Schaden. Der ist besser. Und gibt sogar Rüstungsklasse. Das ist cool. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich bin nicht glücklich, ganz und gar nicht. Nein, wir kommen das nicht noch einmal durch. Okay. Es fehlen aber immer noch. An der richtigen Stelle aufgestellt, könnte dieses kürzlich repatrierte Katapult enormen Schaden unter Kehlers Feinden anrichten. You want me? Whatever you like. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also weiter rein kommen wir auf jeden Fall nicht. Oh, da ist noch Sage, mit dem ich reden kann. Dann lebt wohl. Okay, mit Sarah hatte ich vorhin schon gesprochen. Der hat auch nicht wirklich was zu sagen gehabt.